30. Januar wird Donald Trump in einer spektakulären Zeremonie als US-Präsident vereidigt. Doch während für Obamas Inauguration Stars wie Beyoncé, Alicia Keys und Stevie Wonder sangen, holte sich das Team Trump reihenweise Absagen. Andrea Bocelli, Celine Dion, Kiss, Elton John, Moby und viele weitere Stars lehnten dankend ab. Zur Freude des Berliners Ralf Neuendorf. Der obdachlose Künstler spielt normalerweise auf dem Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Am kommenden Freitag darf er vor einem Millionenpublikum die Nationalhymne für den neuen US-Präsidenten spielen. Für mich ist es natürlich eine große Ehre, also vor so einem großen Publikum zu spielen. Habe ich noch nie gemacht. Also ist für jeden Musiker das Größte überhaupt. Ne? Also. Zustande gekommen ist der Kontakt durch Neuendorf selbst. Heike ihm geschrieben und dann hat er zurückgeschrieben, der Donald, ja, und sagt, ja, will er. Beim US-Sender Fox schwärmt Trump bereits von dem Berliner Musiker. Somebody who I have a lot of respect for, a great guy, you know, just a great guy. I've gotten to really know him much more so. He called up and he wanted to be part of the team. Und auch im Berliner Kultursenat ist man begeistert. In Berlin gibt es viele großartige Musiker. Der Auftritt bestätigt auch die Arbeit des Senats. Ich bin stolz. Und ich denke, den Berlinerinnen und den Berlinern geht es genauso. Vom Hermannplatz nach Washington D.C. Bis es soweit ist, übt Ralf Neuendorf noch fleißig für seinen großen Auftritt. Say, can you see by the dawn's early light that our flag was still there? Oh, say, can you see by the dawn's early light that we proudly we hailed at the twilight's last gleaming.